Moin Moin, was geht ab, liebe Zöckler? Wir spielen mal wieder eine Runde Desert Spy Quads, diesmal mit der Burger zusammen. Ist hier mit mir in einem Team. Und wir starten hier mal mit Massive Marines durch. Ordentliche Batterie mal hinpflanzen. Und im Hintergrund läuft wieder Mucke von Mega Engs. Um das Spiel noch so ein bisschen spaßiger zu machen. Ich finde es immer sehr nice, wenn beim Zirkeln auch Mucke läuft. Das wird gar nicht gut ausgehen hier für mich. Ah. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Marodeure. Die Marines müssen nach hinten, damit die nicht direkt in die Marodeure, also an den Marodeure zerschellen. Quatsch, an den Banings zerschellen. So, also die Linie mal wieder nach hinten packeln. Jetzt bauen wir hier mal so ein paar Marodeure mal davor. Sup, sup, sup. Und dann holen wir uns gleich erstmal noch einmal die Schockmunition und gleich mal das Stimpack dazu. Schnell Stimmy noch holen. Oh, das läuft schon besser, ne? Oh, jetzt stehen sie schon wieder vorne, die Würste. Mann! Die sind doch ein Mischuger, sind die doch. Die sollten doch dahinter stehen. So ist das mit den Marines. Die opfern sich gerne auf. Ah, das sieht gut aus. Marodeure sind richtig schlecht gegen Stiloten. Wie ihr gerade gesehen habt. Packen wir noch ein paar Riva zwischen. Und machen gleich mal das erste Angriffs-Upgrade. Wir werden nämlich jetzt mal Only Infanterieeinheiten bauen. Nichts anderes, keine Tanks, keine Widowmines, keine Mech-Einheiten. Null Niente, nichts eher. Vielleicht ein Raven. Eventuell. Oh, diese Banelinge, ne? Die nehmen mich hart auseinander. Bauen wir mal so ein schöne Pyramide auf. Ach, ich glaube, einen kriegen wir noch. Komm. Nein. Das war nichts. Und jetzt holen wir uns direkt mal Panzerung dazu. Upgrades auch immer dann im Verlauf des Spiels schon machen. Also nicht, wenn man zuerst die Upgrades vornimmt, wenn die Welle schon gespawnt wurde. Boah, Mann, ey, die haben bestimmt auch schon Upgrades, die haben auch schon 1-1. Vielleicht noch mehr. Vielleicht die Linie nochmal umändern. Machen wir einfach mal die Marines kurz nach hinten so ein bisschen. So, und machen dann nochmal Marodeure hinter. Ich stelle noch hier mal so ein paar Marines rein. Ah, schön, die T ist auch noch mit am Start. Ich glaube, so laufen sie besser. So stehen sie nicht so in der Masse da. Ja,
Jo, das ist besser. Läuft definitiv wesentlich besser. Nice! Haben wir ja diesmal hart rangenommen. Jetzt stellen wir mal wieder da den Rizzo zwischen noch. Ja, nee, da muss ein. Da muss noch ein Marodeur hin. Wir uns ja an unsere Bauweise hier so ein bisschen halten, ne? Hier nochmal ein paar Marines hin. Ja, dann stellen wir mal so ein bisschen seitlich hin. Boah, er hat auch schon Medivacs, also er hat schon Tier 2 und auch schon 2-2 für seine Einheiten. Auch noch ein Marodeur zwischen hier noch ein Lieber hin. Dann ein lieber Freund. Und hier noch einen Marine hinpackeln. Jetzt hole ich mir gleich mal das Upgrade to Tier 2 auch. Aber ich glaube, jetzt hole ich mir erstmal noch das zweite Gas. Dann Upgrade to Tier 2. Der Smoker! Der geht auch gleich hier in Rauch auf. Die Marine-Gewehre rauchen ja auch schon ordentlich. Ah, das war auch knapp. Oh, der erste. Oh ja, genau. Ha, wie geil. Koloss und Träger. Ja, das ist natürlich nett gegen Marines. Gegen und überwiegend Marodeure, den Träger zu bauen. Sehr schlau. Da klingelt es auch kurz an der Tür. Das wird Olsen sein. Ich gehe da mal kurz hin. Muss ich ja auch machen, ne? Jo, das war Olsen. Oder ist Olsen, meine ich. Sag ich immer, das war Olsen. Nee, ist er immer noch. Ah, schön noch Benjis dazu. Oh, der Träger wird aber auch hart hier angegriffen. Aber ich denke, das könnte gut was werden. Sieht jetzt wieder ganz optimal aus für uns. Oha. Oh, die Tanks, die rocken natürlich. Ist wieder ein bisschen Radau, Olsen schiebt hier rum und rollt hier rum. Nein, nicht wirklich. Oh ja, schön, da ist mein Upgrade fertig. Sollte ich mir mal so ein paar Medivacs mal holen. Ich will meine Marines auch mal so ein bisschen im Kampf heilen. Ah, er muss auf jeden Fall mehr Ground bauen. Der Sandsturm hier. Die Einheit läuft schon durch. Ah, da kümmert sich dann meine Welle direkt drum. Ich wollte mir halt ja eigentlich jetzt nur Infanterieeinheiten holen, aber gegen die Tanks ist es echt schwer. Egal, wir holen uns erstmal ordentlich Batterien noch an. Medivacs kann man ja immer mal gebrauchen. Der Burger, der baut hier wirklich die Kolosse und die Träger. Oha. So, Medivac-mäßig sollte das ausreichen. 2-2 haben wir jetzt auch schon fertig. Oh, da ist unser Bunker down. Ah. Ich brauche mehr Einheiten.
Nächste Welle, nächstes Glück. Er hat natürlich auch Bähnlinge dazwischen. Jetzt haben sie nicht so eingeschlagen. Dreckigen Vikings da. Ballern sie auch einfach gar nicht drauf. Die Vikings, die sind scheißegal, die Schänder. Hauptsache, die Ground-Einheiten gehen down. Meine ganzen Vikings, alle weggerockt. Meine ganzen Vikings, sage ich schon, Medivacs meine ich. Aber noch ist es relativ ausgeglichen. Wir kommen ab und zu mal rüber, dann kommen die Gegner wieder rüber. Das geht schon einigermaßen. Ich glaube, ich hole mir gleich einfach 3-3 Upgrades noch. Wenn das Upgrade nicht, oder wenn das Upgrade to Tier 3 nicht so teuer wäre. Ich das schon längst gemacht. Aber 450 Öcken, die sollte man erstmal für andere Einheiten noch ausgeben, bevor man sich da irgendwie das Upgrade to Tier 3 holt. Und dann muss man ja auch noch rechnen, dass man ja auch noch die Upgrades ja auch noch mal extra bezahlen muss. Kann man sich da erstmal eigentlich schön für 10 oder 15 Marines doch für gönnen. Oh, jetzt hat er hier auch noch die Verseucher dahinter. Das ist hart. Weil meine Marines auch so schön für ihn in Pulk stehen. Kann dann immer schön wegfangeln. Na. Mache ich das jetzt schon mit Upgrade to Tier 3? Na. Ich weiß ja noch nicht. Ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal ein, zwei Ghosts noch dazu holen. Na, Tarnfeld vielleicht gleich noch erforschen. Ah, für einen brauche ich das hier noch nicht. Boah, wie werden sowas von weggesmashed? Okay, wir müssen es doch. Wir holen es doch einfach mal Tier 2. 3. Oh, sie kommt immer näher. Oh, die Festung wurde nur nicht beschädigt. Aber jetzt ist es, glaube ich, gleich soweit, dass sie leiden muss. Das haben wir ja Gott sei Dank nochmal mit der Unterstützung der Planetaren geschafft. Na, ich glaube, ich hole mir jetzt einfach doch nicht die Upgrades. Ich mache doch noch ein paar Ghosts. Na, wenn vorne einmal der Block ist, dann schlagen die Banelinge einfach sowas von ein. Ich habe doch gar keine Chance mehr. Alter Falter, das sind einige Phönixe. Immerhin werden jetzt die Kolosse schön beschützt. Wir können ordentlich die Ground-Einheiten weglasern. Na, ein bisschen mehr Block bräuchte er auf jeden Fall noch. Das wird eine Ghost zur Stelle. Na schade. Ich dachte, ich krieg noch einen hin. Ah, jetzt sieht schon besser aus, ja. Komm, jetzt die Bailinge hier auch noch kurz wegsnipern. Oh, nee, da werde ich gleichzeitig gefangelt und und auch noch gebaint. Ah, aber egal, jetzt holen wir uns erstmal das Upgrade to Tier 3 und dann gibt es erstmal die nächsten Angriffs- und Panzerungs-Upgrades. Wir sind auch schon viel zu lange drüben.
Er hat sich auch noch gar keine, der Burger hat sich noch gar keinen Gast geholt. Einen Gast hätte man sich holen können. Sandstorm hat einfach mal maßlos übertrieben mit 3 Gast. Ich bin hier so im mittleren Durchschnitt, würde ich sagen. 2 Gast nach der Zeit, nach 20 Minuten, sollte man schon 2 Gast holen. Oder haben, meine ich. So, Angriff nochmal dazu und Panzerung gleich. Komm schon, Panzerung noch. Jo. Jetzt hole ich mir einfach nur noch Ghosts, glaube ich. Einmal den Reaktor noch erforschen für die Medivacs, damit die direkt mehr Anfangsenergie haben. Mehr Ghosts. Oha, auch gut, da kommt ja direkt die nächste Welle wieder. Boah, heavy gefangelt. Aber trotzdem, schafft er. Ganz, ganz locker. Ja, das. Ja, die haben wir schon rausgenommen. Hier auf jeden Fall, die in der Mitte waren die Banelinge. 3-3 ist schon krass. Sieht man ja, was das für einen Unterschied macht. Jetzt hole ich mir mal schnell erstmal Nummer 1 Titanfeld. Obwohl, den Observer haben sie ja schon längst. Oha. Naja, kann ja nicht mehr viel passieren. Sind nur noch Lufteinheiten da. Und zwei Verseucher. Daher. Ja, das war jetzt scheiße, dass die Bomben vorne eingeschlagen sind. Na, schade. Aber geht noch mal. Ja, die hitten echt gut was weg hier, wenn man das mal so betrachtet. 4-5 Kills teilweise. Ist ja auch eine ganz schöne Batterie schon an Ghosts. Wie viele haben wir denn jetzt hier? Schauen wir mal kurz drauf. 10 Ghosts haben wir jetzt momentan. Ein, 2 Marines noch dazwischen packen. Schon wieder ein langes Game. Aber die Wellen kommen auch von uns immer rechtzeitig noch. Also gerade so auf jeden Fall. Na, nee, schade. Vielleicht kann mir noch den Elfen-Ghost holen. Das Gute ist auch, dass die Reaper so leicht nach vorne fahren, dass die Banelinge da dran schon zerschellen und dann meine anderen Einheiten hinten nicht so stark beschädigt werden. Außer halt durch den Fangel. Vielleicht ein, zwei Banelinge, die dann durchkommen. Ich clear meine Welle noch ganz gut. Terra geht natürlich auch immer steil. Hat auch den, der sich auch verkauft hier, den Treasure. Achso, ein Träger allein ist ja auch viel zu teuer. Die ganzen Upgrades, die man dafür dann noch machen muss. Gut, er hat sich ja sowieso hier auf Luft spezialisiert und hat da auch ordentlich Upgrades für. Aber auch ohne Tanks und ohne Mech läuft es gar nicht mal schlecht. Auf jeden Fall in meiner Welle nicht. Insgesamt läuft es ja nicht so rosig für uns. Vielleicht sollte ich auch lieber das Tarnfeld ausschalten, weil das ja auch Energie frisst. Ich glaube, ich werde hier erstmal generell mal EMP ausschalten. Und Tarnfeld, was frisst denn das? Abdingszeit.
1 Energie pro Sekunde. Das heißt, oh, Sniper kostet direkt 25. Ich denke, wir waren hier mal überall Tarnfeld ausschalten, weil das bringt sowieso nichts. Die haben ja einen Observer. Und das war dann vielleicht eher hier so ein bisschen rumsnipern. Jeder Energiepunkt zählt. Das haben sie jetzt auch mal neu gemacht, dass man jetzt hier mal die Range sieht von der planetaren Festung auf den anderen Gestütztürmen und sowas, glaube ich, dann auch. Ah, nee, wird jetzt hier nicht mehr angezeigt, aber von dem, vom Bunker auf jeden Fall und von der planetaren Festung. Komm schon noch ein! Ja, ich glaube, der steht noch. Ich glaube, ja. Jo. Vielleicht noch ein, zwei Medivacs dazwischen packen. Denke mal, bei der Masse kann man das ruhig machen. Na, oh, das ist schön. Die Ghosts stehen hier immer noch und ballern ordentlich drauf. Ja, die gehen noch gut steil. Wir müssen langsam mal vorankommen, sonst hole ich mir auch gleich das dritte Gas hier noch. So, schon alle freigeschaltet hier. Aber langsam kommen wir raus. Schön. Oh, ist auch schon Brutlots dabei. Ah, die machen uns gar nichts. Wenn da kein Block vor ist, ist das ganz, ganz easy. Oh, die Welle geht ja echt jetzt langsam, ja, aber sicher ab. Schön, wir haben immer mehr Einheiten über. Die Vipers ziehen sich ja da schön die Ghosts ran, möchten ein bisschen mit den kuscheln, wie es aussieht. So eine Batterie Ghost hatte ich auch schon lange nicht mehr. Stehen immer noch da. Na, ah, die Bomben, die zünden schon wieder richtig scheiße. Da steht ja nichts. Oh, cool. Ein paar Bäumchen schlagen noch ein. Oh, oh, oh. Okay, da wurde ich jetzt hart rangenommen. Das leckt mein Computer auch noch. Traumhaft. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Ja, oh, das, oder? Nee, das ist GG. Ah, komm schon. Nein! Ah, GG. Ärgerlich. So eine schöne Masse, ne? Niederlage. Das sehe ich zurzeit viel zu häufig, dieses, oder das Wort lese ich zu häufig, Niederlage. Ist gar nicht gut. Schauen wir mal rein, punktemäßig. 281.000. Die goldene Mitte. Naja, war nicht schlecht, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Zöckeln, Jungs und Mädels.